Wir schauen mal, was die Gesamtwertung sagt. So, also egal, wie es am Ende aussieht, ob ein Punches rausfliegt, Gopnik oder Flow an der Stelle, was heißt unverdient, aber wäre am Ende immer ärgerlich. Ja, ich würde es den allen gönnen. Ich gönne es auch einem Parker, so, ne, auch wenn das geschmacklich nicht so mein Film ist. Aber ja, das ist eine Woche, die ist schwer. Die ist sehr schwierig. Den ersten Platz, das ist auch schwer. Ich glaube, Flow. Die Sache ist, Gopnik so hat mich schon mies gehuckt vom Ding. Aber da gab es einfach trotzdem Sachen, die mich gestört haben. Bei Flow hätte ich nichts zu kritisieren. Also bei Flow wüsste ich nicht, was ich ansprechen sollte, wo ich sagen würde, ja, aber. Weißt du, was ich meine? Da gibt's das ist für mich perfekt. Also Flow, das ist für mich perfekt. So, das ist von Anfang bis Ende nice. Das ist musikalisch Bombe, das hat eine geile Hook, das hat eine geile Atmosphäre, ein geiles Video, das hat coole Lines, das hat Humor drin, das hat irgendwie auch teilweise sogar so deepere Lines drin, mit so gewissen Anspielungen, ne, auf wie schnelllebig das ist und ja, keine Ahnung, es ist für mich von Anfang bis Ende dope einfach. Ich wüsste nicht, was ich da zu nörgeln hätte, so. Ich habe da einfach nichts zu meckern, bei Gopnik würden mir Sachen einfallen, also alleine textlich. Ja, von dem, wir gehen mal in die Bewertung, mal gucken. Digga, eine starke Woche. Also schwierigste Woche für mich bis jetzt, safe. Es ist Cypher Samstag und wir sind bei Gruppe B vom Viertelfinale. Ihr wollt Musikalität und sagt, ey, bitte Schlüssel wieder rum. Ist ja eigentlich aufgefallen, dass Flow auch alles seine Songtitel in der Hook genannt hat. Nee, ist mir nicht aufgefallen, das macht's ja auch nochmal krasser. Musikalität und sagt, ey, bitte Schlüssel wieder rum. Ihr wollt gleichbleibende Mucke, komm und gib mir einen Grund. Flow ist seinem Stil wieder treu. Nachdem er letzte Runde nicht so ganz in Stimmung für was Witziges gewesen ist, kommt er jetzt wieder mit Ironie und Wortwitz um die Ecke. Er ist am musikalischsten, hat den chilligsten Vibe, den besten Flow, die ohrwurmigste Hook, das beste Video, die gute launigste Runde, die besten Lines, das beste Gesamtpaket. Die Liste ist ziemlich lang, aber bei was willst du sagen? Es ist so. 50% ist ja Feierabend. Beim ersten Mal hören war ich ein bisschen unterwältigt, aber je öfter man sich das gibt, desto besser wird es und desto mehr Positives fällt auf. Er hat zusätzlich noch am meisten Flow-Variationen und insgesamt den abwechslungsreichsten Track. Es ist einfach auch absolut rund. Es ist halt so unglaublich rund einfach. Diese Woche. So viel zu meinem Vorsatz, dass ich es... Ja, ich sag dir ganz ehrlich, ich beneide Flow auch einfach. Ne? Ich bin da einfach ein bisschen neidisch drauf. Ich finde einfach, ich würde gern so gut singen können wie Flow. Mit dieser Stimme so. Ich finde, der hat einfach so eine schöne Stimme. Es ist einfach, der kann nicht nur singen, sondern das hat auch einfach was. Weißt du, wie ich meine? Es gibt ja viele Menschen, die gut singen können. Und ich finde es immer krass, wenn Leute singen können, weil ich halt ein absolut schlechter Sänger bin. Aber einen Flow, der hat irgendwie noch so einen besonderen Touch irgendwie. Ich beneide den, muss ich dir ehrlich sagen. Mit den Prozenten ruhiger angehen lassen wollte. Aber Flow hat sich das alles verdient. Gopniki, Gopniki. Gopniki, Gopniki. Wir sind Gopniki, Gopniki, wunder dich nicht, wenn vor deiner Tür Kotze liegt. Gopniki, Gopniki. Hier war einfach, der Film war nice. Für mich war der Film hier geil. Es hat einfach so diesen Hip-Hop-Film in mir getriggert, weißt du? Ich hab direkt Bock zu kiffen, Digga. Ich will irgendwie Berlin, was weiß ich, alter Friedrichshain, irgendwie abends auf so eine Freestyle-Cypher, auf so eine Hip-Hop-Convention, Hip-Hop-Event irgendwie, Alter, mich mit Leuten connecten und einfach da hängen, Bruder. Der eine soll Beatboxen. Und ich, G zu dem, oh Mann, wir stehen an der Tonne, halt mal deine Fresse, guck mal, ich komme, so scheiß auf Reim, ich scheiß auf alles, wir machen einfach Rap, du weißt schon, was ich meine, denn jeder hat's gecheckt, so das, weißt du, dieser Vibe, den hab ich so, der Film, und der Beat, und das ist einfach ein geiler Film, so. Gopniki, Gopniki, wir sind Gopniki, Gopniki, fliegen auf Alkohol hoch, aber fallen tief. Gopnik ist diese Woche nicht ganz so easy zu bewerten, denn es ist ein Kollabo-Track mit Sensory und Camro. Und Camro geht am meisten in die Fresse, aber die Runde geht nicht am meisten in die Fresse. Am Anfang gibt es die stabilste Atmosphäre und es handelt sich um den heftigsten Kollabo-Track. Trotzdem muss ich leider sagen, dass Camro hier alles in den Schatten stellt, was einerseits natürlich geil ist, aber auf der anderen Seite Gopnik selbst als eher schwächelnd dastehen lässt. Interessant, das habe ich gar nicht so empfunden, aber das liegt wahrscheinlich einfach an diesem Beat so. Ich mochte halt genau diesen Film, der da am Anfang gefahren, also ich fand Camro auch krass, aber ich mochte den Vibe einfach sehr gerne, deswegen habe ich es nicht so empfunden, aber ist okay. Camro ist das absolute Highlight der Runde und der Woche. Sensory liefert auch ab wie gewohnt und es war ein cleverer, sogar der Woche, krass, war Schachzug, ein solches Collabo-Event aus der Sache zu machen, aber wenn Gopnik hier weiterkommt, dann muss er in der nächsten Runde nochmal auf 3-Streifen-Flow-Niveau abliefern. Bleib freitags da. Ja, er hat sich so krass gefeiert, okay. Schreib meinen Teil, jederzeit für seinen Traum einen Preis. Bin es so leid, mein Kreis wieder klein. Wird keinem verzeihen, flieg jetzt an euch vorbei. Werd den Platz verlieren. In meiner Atmosphäre.
Parker bringt einen interessanten Thementrack. Es geht um den Struggle hinter den Kulissen. Das stundenlange, tagelange, wochenlange Alleinsein, um irgendwelche kreativen Sachen zu schreiben, in seinem Fall seine Zeilen. Etwas, womit sich jeder, der einer kreativen Tätigkeit nachgeht, identifizieren kann. Wenn ich zurückdenke, wie viele Tage und Nächte ich in den letzten 10 Jahren am PC gesessen habe und irgendwas für euch geschrieben oder gescriptet habe, anstatt feiern zu gehen oder sonstiges zu machen, was man halt so macht, dann ist gerade das hier ein Lied, das ich zu 100% nachvollziehen kann. Aber der Weg nach oben ist nun mal ein steiniger und einsamer. Doch hier liegt auch die größte Schwachstelle von Parkers Runde. Denn nur Macher können sich damit identifizieren und das sind die wenigsten, weshalb kaum einer was mit Parkers Runde anfangen kann. Das ist schade. Naja, wobei das bei mir jetzt nicht damit zu tun hatte. Es ging mir gar nicht ums Thema, aber die Kritik oder meine Empfindung dazu habe ich ja schon geäußert. Aber nachvollziehbar, denn die meisten sind Konsumenten und keine Produzenten. Das Drumherum interessiert halt so gut wie niemanden. Wie etwas entsteht, ist unwichtig. Dass es entsteht, ist das, was juckt. Der Otto-Normalversager, der bei McDonald's die Pommes schwenkt und sich abends, wenn er nach Hause kommt, erstmal eine Line reinzieht, um auf sein... Digga, meint ihr euch oder was? Redet ihr so über euch oder was? Scheiß Leben klarzukommen, hat halt einfach keine Ahnung von echten Struggles. 10% für die absolute Anti-Mainstreamigkeit und sowas im Viertelfinale rauszuhauen zeugt von Eiern, also 10% für die dicksten Eier diese Woche und 10% für den diebsten Song. Ja, hat ganz schön viel gegeben, ne? Und die Kritik, die ich da hatte, die kam da gar nicht zum Tragen. Ja gut, dann ist es einfach Geschmack. Im Jahr der Verdammnis, doch wir haben es bald geschafft, es ist 2020. Kein ewiges Leben, es ist zu spät für Gebete, die Seele vernebelt, der Mensch ist der Krebs des Planeten. Wir stehen im Treibhausgas im heiligen Antlitz, aber wir haben es bald geschafft, das war 2020. Die Wege, die wir gehen, schaffen täglich Probleme, verdammt, wir leben nicht, der Mensch ist der Krebs des Planeten. Bei Punches geht es darum, dass die Menschheit das Krebsgeschwür der Erde ist. Eine recht verbreitete Ansicht, die ich auch teile. Generell geht es um die Selbstzerstörung der eigentlich dümmsten Spezies. Auch wenn es heißt, dass wir die intelligenteste sind. Ihr müsst euch mal wirklich von Edgar Wasser auch Alien reinziehen, auch sehr dope. Sind. Aber keine andere Spezies zerstört sich selbst, also Paradoxon vom Feinsten. Interessant dabei ist, dass er das aus der Perspektive des Jahres 2200 erzählt und dann sagt, dass man ja 2020 noch was hätte machen können. Also der Versuch eines Weckrufs. Punches Runde geht am meisten in die Fresse, er hat den geilsten Beat, das geilste Konzept, die stabilste Message, kreativstes Thema und best... Oh, okay, kriegt auch volle Punktzahl. Also Gopnik kam bei ihm nicht annähernd so gut an wie bei mir, also er sieht eher Punches und Flow vorne, was auch okay ist, also ich kann da auch mitgehen. Die Technik, er schafft es nämlich reimtechnisch und inhaltlich ein Höchstlevel zu halten. Ja, und da kann halt Gopnik leider nicht mithalten, was das betrifft. Ich mochte den Vibe dafür, aber sehr, sehr gern. Ich weiß nicht, ob es reichen wird, aber Punches gehört für mich ins Halbfinale, egal wie das Voting aussieht. Für mich die stärkste Runde der Woche, auch wenn mir bei Flow mehr Prozente eingefallen sind. Oh, jetzt wird's interessant, Chat. Jetzt wird's interessant. Also es könnte halt auf Flow und Punches jetzt hinauslaufen, wegen diesen ganzen Prozenten, die er bekommen hat. Aber mal sehen. Die Downloads sind ja auch wichtig. Parker ganz unten, okay. Gopnik ist raus. Alles klar, Flow und Punches. Ja, aber ist voll okay. Es ist nachvollziehbar. Habe ich ja vorher schon gesagt. Ne? Also ich hätte Punches auch gerne weitergesehen. Bei mir wäre das eine reine Geschmacksfrage gewesen, was so die Beatwahl und den Vibe betrifft. Aber es ist voll in Ordnung. Wir gehen in die nächste Pause. Diesmal sind es 4 Wochen, aber natürlich gibt es jeden Samstag ein bisschen Bonusmaterial. Ja, aber voll okay. Jetzt gibt es auch langsam ein bisschen Kohle, 400 Euro. Ja, und Punches auch weitaus mehr Downloads. Also die Downloads spiegeln hier eigentlich ganz gut die Wertung wieder, ne? 164 Downloads für Parker, 222 für Gopnik, 305 für Punches und 368 für Flow. Tja, hätte da Gopnik mal nochmal ein Gewinnspiel gemacht, selber schuld. Ihr wollt Musikalität und sagt, ey, bitte Schlüssel wiederum. Ihr wollt gleichbleibende Mucke, komm und gib mir einen Grund. Fürs 5 Sekunden halt sich treu zu bleiben, die Bitte nehme ich an. Ich mach das, worauf ich Bock hab, bist du der Kritiker wert. Ja, also Flow, krass. Krasser Typ. Kuss geht raus an Flow, sehr gut abgerissen. Wir gehen nächstes Mal auf jeden Fall in die nächste Woche und schauen mal, was dabei rumkommt. Wir sind ja jetzt schon bald am Ende, Chat, Alter. Wir haben das Turnier fast durch. Und dann überlegen wir uns, wie wir weitermachen. Ich weiß noch nicht genau, ob wir dann mal im VBT vorbeischauen oder ob wir in die Live-Battle-Geschichte reingehen, bisschen Diltily-Rap am Mittwoch oder sowas. Oder ob wir bei einem Julian-Turnier weitermachen. Da könnt ihr auch gerne auf YouTube mal ein bisschen eure Meinung
kundtun. Ich meine, hier sind zwar viele Leute jetzt am Start, die mit den Julian-Turnieren aufgewachsen sind, aber es wäre auch interessant zu lesen, was die Leute auf YouTube da gerne als nächstes sehen würden. Weil ich habe gemerkt, JCC kam bei weitem nicht mehr so gut an wie JMC und so, also auf meinem Kanal jetzt. Das heißt, das Interesse scheint da so langsam zu schwinden. Deswegen auf YouTube gerne mal Bescheid sagen, was euch so interessieren würde als weiterer Content, nachdem wir mit der JCC durch sind. Ja.